Ich würde dir glauben, wenn du mir eine Bunthose aus Batist mit Monogramm zeigen würdest. Du würdest sicher sagen, ich hätte sie gestohlen. Idioten. Du warst doch verabredet. War ich. Gut. Wo trefft ihr euch? Bei der Jagdhütte. Der Alte war mir schon immer wohlgesonnen. Er hat gespürt, dass ich ein Familienmensch bin. Ein Mann des Friedens. Gutmütig, wie er selbst. Er hätte mich niemals enteignet, wenn meine Schwester diese Hexe nicht gewesen wäre. Wie heißt er noch gleich? Julian Alfonso de was? Viscount Julian Alfred Pankratz de Lettenhofe. Du glaubst mir nicht? Wart's nur ab. Dein zweifelndes Grinsen wird dir schon vergehen, wenn wir erst meine Ländereien besuchen. Ja, doch. Also, theoretisch hat Rittersporn Ländereien, das ist schon richtig. Ne, Jen? Ja. Ja. Sultan? Rittersporn? Hast du dir das ausgedacht? Ziemlich viel Einbildung für jemanden, der nüchtern sein will. Geralt wird für mich bürgen. Sag's ihm. Ich habe immer erzählt, dass ich ein Viscount bin. Stimmt. Hast du immer erzählt. Aber überprüft hat's keiner. Was soll denn diese Viscount-Geschichte jetzt auf einmal? Nun, wenn wir dieses gottverlassene Drecksloch verlassen, werde ich mein Erbe zurückfordern. Die Titel und Ländereien, die rechtmäßig mir gehören. Hast du Pläne für die ganzen Ländereien und Titel? Ich nehme sie in Besitz. Natürlich ist dann noch die Sache mit der Nachkommenschaft. Ach ja, heißt das, du hast endlich ein Mädchen für den großen Rittersporn gefunden? Mein lieber Freund und Kamerad, mein Herz gehört der einzig wahren Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. Dein Herz vielleicht schon, aber der Rest deines Körpers? Das ist eine Unterstellung. Und ich sollte dich darauf hinweisen, dass du mit einem Grafen sprichst. Deswegen muss sich der Herr Graf doch nicht so aufregen. Er sollte uns lieber sagen, wie es seiner Geliebten geht. Sie hat sich fast wieder ganz erholt. Sie singt sogar wieder. Ihre Stimme ist etwas tiefer und rauer. Sie klingt sogar noch besser. Danke für deine Hilfe damals, Geralt. Hat mir viel bedeutet. Wirklich. Dazu sind Freunde doch da. Sag ihr liebe Grüße von mir. Keine Sorge, das werde ich. Ich gebe ihr sogar einen Kuss, ein wenig von dir und um einiges mehr von mir. Oh, von mir aus. Ich gehe auf Hasenjagd. Rittersporn? Gegen einen Haseneintopf hätte ich nichts, aber mir für die Zutaten den Arsch abfrieren, nicht mein Ding. Ich sammle lieber Kräuter und Gewürze. Ein Eintopf ohne Thymian und Rosmarin ist nur halb so viel wert. Ja, auf den Feldern sprießt der Rosmarin. Gerade jetzt vor Jule. Und genau darum hol ich mir Kräuter aus der Küche. Ah, bis dann. Langweiler. So, wen haben wir denn noch alles hier sofort? Ja. Ich hätte ja gern noch mal ein bisschen genauer mit Jennifer gesprochen, aber da hat sie nicht so wirklich Interesse dran, oder? Okay, haben wir hier links irgendwo jemanden Interessantes stehen? Nope. Anscheinend nicht. Ich will auch ein paar Hintergrundinformationen haben jetzt. Ist leider alle, falls dir der Kopf dröhnt, meine ich. Ich möchte auch wissen, was jetzt so passiert ist. Was war das denn für Zeug, das wir gestern getrunken haben? Nach dem Eichenholzschnaps. Das war mein hausgemachter Pflaumenbrand. Jeder redet davon, obwohl ich das Fass neulich erst angestochen habe. Jetzt hast du bestimmt noch mehr Stammgäste. Eigentlich habe ich mit euch genug zu tun. Aber stimmt, heute Abend ist es sicher voller hier. Ich verstehe nicht, wieso die alte Wirtin die Taverne aufgegeben hat und nach Ruhstein gegangen ist. Bis dann. Ich frage ihn gleich nochmal, was er im Angebot hat. Ich will nur vorher einmal abspeichern. Die Sauermilch ist leider alle, falls dir der Kopf dröhnt, meine ich. Da das Spiel ja ab und zu dann doch schon mal die Tendenz hat, gerade während der Händler Bildschirme einfach abzustürzen, vor allem, wenn wir denn dann ein bisschen länger am Stück gespielt haben. Ja, aber da ist nichts wirklich Interessantes dabei. Mahakama Schnaps und ja, nee.
Das braucht's alles nicht, obwohl hier die Wasserflaschen, die können wir mal mitnehmen. Danke. 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 Ja, das ist genau das, was ich meinte. Ganz genau das. Ja, und genau aus dem Grund. Ganz genau aus dem Grund habe ich gerade gespeichert. Ich hasse es immer recht zu behalten. So, da sind wir wieder. Und jetzt ist mir der Chunkwirt sowas von scheißegal. Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Guten Tag. Moin. Ist kalt geworden. So, wir gehen einfach mal. Verfluchte Scheiße! Verfluchte Ohrmuschel! Hilf mir! Alles okay. Sei gegrüßt. Schau ihn nicht so an. Ich gehe mal das Pferd fangen hier. Ich bin ja ein zuverlässiger Freund. Ist das eigentlich? Das ist eine Nebenquest. Okay. Da hinten läuft es. Holen wir es uns. Muss ich mich eigentlich ranschleichen? Wer hätte gedacht, dass der Gaul mich nach all den Jahren wiedererkennt? Sie sind klug. Wachsen einem ans Herz, so wie unser eins. Hab schon Offiziere um ihre toten Pferde weinen sehen. Aber klagende Frauen und schreiende Kinder sind ihnen scheißegal. Auf welcher Seite hast du gekämpft? Wie fast alle. Auf meiner. Musste überleben. Der Tod ist immer gleich. Dreckig und mies. Ob unterm redanischen Adler oder der kaiserlichen Sonne. Darin liegt kein Ruhm. Warst du lange weg? Ein Jahr, nicht ganz. Aber fühlt sich nach mehr an, das sage ich dir. Haben sie dich gezwungen? Nein, war ganz heiß aufs Kämpfen. Dachte, ich bring mehr nach Hause als nur Narben auf dem Rücken. Hab ein bisschen was zu sehen gekriegt, immerhin. Ein paar große Schlachten, große Generäle von Weitem und jede Menge Arschlöcher. Hab zum Glück nicht gesehen, wie der Kaiser Novigrad erobert hat. So eine schöne Stadt. Würde zu gern wissen, was mich zu Hause erwartet. Ja, ich auch. Schön zu sehen, dass das Pferd in guten Händen ist. In den besten. In denen seines Besitzers. Hast du mich vermisst, Kulden? Ja? Sieht ganz danach aus. Er ist losgerannt, als er dich gerochen hatte. Hat dabei alle umgerannt. Hast du gehört, ob ihm jemand hinterhergerufen hat? Verdammte Achselhöhlen oder so ähnlich? Es gibt nur einen, der so lustig flucht. Mein Nachbar Mirko. Er hat auf Gulden aufgepasst, als ich weg war. Ich muss zu ihm. Er macht sich bestimmt Sorgen. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit, dass du Gulden hinterhergerannt bist, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Cool, danke. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Potenziell anscheinend möglicherweise vielleicht gar nichts. Ein bisschen enttäuschend, ne? Okay, gucken wir mal auf die Weltkarte. Gucken wir doch nochmal in die App. In die gute alte App. Ob es noch irgendwas zu erledigen gibt, bevor wir hier auf Kuschelkurs mit dem Jägersmann gehen. So, das haben wir, 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 das haben wir. Da
Da sind wir gerade dabei. Das haben wir anscheinend auch schon gemacht. Okay. Interessanterweise, die kleine Nebenquest, die wir gerade eben gemacht haben, die steht hier gar nicht mit drin. Ist das nicht cool? So, okay, gut. Alles in Ordnung, ich wollte nur kurz gucken, ob es da halt irgendwas gibt. Nur der Vollständigkeit halber, ihr wisst ja, wie zwanghaft ich sage, oh, wie viel Lebenspunkte, jetzt muss ja schon, wie viel, oh, sag mal, diese Tasten, ja, fast Stufe 35, Leute. Ja, wir sind jetzt schon bald ein bisschen überlevelt für diese Hearts of Stone Geschichte. Na gut, machen wir uns auf den Weg zum Jäger. Ich werde hier definitiv keine Schnellreisen machen oder sowas in der Art. Kein bisschen. Komm rein, zieh deinen Mantel aus und setz dich ans Feuer. Ich binde Gulden nur schnell an und bin gleich wieder zurück. Kann ich mit Mirko noch reden, bevor der jetzt hier abhaut? Sei gegrüßt. Moin. Hallo, kleiner Hund. Auf der Jagd, Meister Hexer? Dachte, du hättest die Gegend hier schon beim letzten Mal von Monstern befreit. Ach, diesmal jag ich Hasen. Ach so. Vielleicht willst du heute Abend bei uns vorbeikommen. Werker backt einen Kuchen. Ich weiß nicht, ob... Wie du willst. Du bist jedenfalls immer willkommen. Danke. Was willst du? Ich hab zwar keine Ahnung mehr, wer du bist. Mutant. Aber danke. Und dann die Anschlagtafel. Da müssen wir natürlich dran gucken jetzt. Diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Dann möchte ich mal an die Anschlagtafel. Es gibt ein Anschlagbrett hier. Und laut Karte, also laut meiner Minikarte, hat die uns was zu erzählen. Aber Spiel sagt nein. Ist halt der Zwergenschmied nicht hier? Da bin ich drauf gefallen. Ach ja. Entschuldigung. Mislav, der Name sagt mir was. Mit dem hat man irgendwann Quest mal irgendwas zu tun, glaube ich. Sie ist schon los. War sie wütend, dass sie warten musste? Nein, konnt's kaum erwarten, loszuziehen. Hat die Tarndüfte und Fangeisen ganz allein vorbereitet. Gibt eine gute Jägerin ab, oder? Nein, zu ungeduldig. Schnappt sich die Hasen bestimmt mit der Hand und steckt sie dann selbst in die Fallen, weil sie ihr zu langsam sind. Wo ist sie hin? Nicht weit weg, da lang. Mach's gut. Mit wem wollen wir uns treffen? Ich meine, ja. Es gibt eine offensichtliche Antwort. Aber ich bin halt so ein bisschen am Überlegen, ob die Antwort nicht eventuell zu offensichtlich ist. Nein, ist sie nicht. Hi. Keine Lust mehr auf die Hasenjagd? Nicht so richtig. Und jetzt? Nichts. Sitz nur hier rum und warte auf dich. Echt schön hier.
Warte erst, bis du Dol Blatana im Winter siehst und die blauen Berge. Wir gehen nach Osten, wenn der Schnee schmilzt. Wir sind schon etwas zu lange hier. Du hast versprochen, mir noch das Greifennest zu zeigen, bevor wir gehen. Lass uns jetzt gehen. Interessiert dich das wirklich? Absolut. Du hast es doch selbst gesagt. Ein Königsgreif ist ein seltener Anblick. So selten auch wieder nicht. Und bis Kaer Morhen werden wir sowieso ein paar von ihnen töten müssen. Aber wenn du das Nest sehen willst, es ist im Hügel rauf. Komm! Ich komm ja schon. So, komm mit! Heute sollten wir eigentlich trainieren. Komm mit, ich zeig dir mein Nest. Siri? Was ist los? War ich zu schnell? Ich war zu schnell für sie. Morgen, bei Sonnenaufgang, ja? Ich sollte dich fordern, so wie in den guten alten Zeiten. Ist bestimmt schon eine Weile her, dass dir jemand gezeigt hat, wie viel du noch zu lernen hast. Ach ja. Wir sind fast da. Ein letzter Ausflug mit uns, bevor sich unsere Wege trennen, ja? Sie weiß nur nicht, wie sie es ihm sagen soll, dass sie nicht mitkommt. Obwohl es eigentlich offensichtlich ist, obwohl für Geralt vielleicht nicht. Der hat ja schon in gewissen Punkten noch eine etwas andere Wahrnehmung als wir. Vorsichtig jetzt. Hör auf, den Lehrer zu spielen. Ciri, warte, da ist was im... Du musst mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Ciri. Ja, und wer von euch ist jetzt der erfahrene Hexer mit einer Stahlwaffe gegen Gabelschwanz? Ich glaube, ich spinne. Was denn? Einen Tick schneller. Hätte nicht viel gefehlt und du hättest jetzt keinen Arm mehr. Aber ich hab ihn noch. Er ist tot. Wo liegt das Problem? Du bist wütend, wolltest deinen Ärger rauslassen. Aber das nächste Mal. Verstehst du's nicht? Es wird kein nächstes Mal geben. Ciri, wovon redest du da? Tut mir leid. Es ist nur... Es geht mir nicht gut. Willst du zurück? Also gut. Schluss jetzt. Lass uns Fische fangen. Lass uns dies machen. Lass uns das machen. Können wir nicht einfach reden? Wir bringen Rittersporn einen schönen, fetten Barsch mit. Dann vergisst er vielleicht den Haseneintopf. Schade, dass wir ihn nicht mitgenommen haben. Etwas körperliche Betätigung könnte ihm nicht schaden. Mehr kommt doch da jetzt gerade sowieso nicht. Und Geralt versucht es einfach zu ignorieren. Auszublenden. Zu blenden, vor allem mit P. Das Eis müsste hier etwas dünner sein. Wie willst du denn überhaupt etwas fangen? Warte ab. Bin auch gespannt. Ich werd verrückt. Sollen wir verschwinden? Nein, auf keinen Fall. Hier muss es jede Menge Barsche, Brassen und Döbel geben. Frische Döbel. Wäre das was? Hätte nichts dagegen. Aber wollen wir hier warten, bis er verschwindet? Nein, wir verscheuchen ihn. Wie denn? Ich improvisiere. Warte hier. Wirf eine Bombe, um den Bären zu verscheuchen. Okay.
Komm, ich zeig dir was. Kann man nicht einfach mit dir reden? Nein, natürlich kann man nicht einfach mit dir reden. Ein alter Hexertrick für harte Winter. Nicht gerade feinsinnig, aber... effektiv. Aber nicht nachmachen. Und warum zeigst du es mir dann? Nur für den Fall. Man weiß nie, was unterwegs alles so passiert und was dein Leben retten könnte. Achso, sammle den Fisch ein. Das habe ich gerade nicht gesehen. Fischi. Da ist noch ein Fisch. Also gut, gehen wir. Wer hat dir das beigebracht? Wesemir. Ist lange her. Wie lange? Sehr lange. Als ich mich noch Gérald Roger Éric du Haut-Belgarcy nennen wollte. Was? Ich erzähl's dir heute Abend. Und auch, wie du dir das Bein gebrochen hast, als du gewettet hattest, vom Dach von Kaer Morhen auf einen Pferderücken zu springen? Woher weißt du überhaupt davon? Eskel hat's mir erzählt. Aber ich will die Geschichte von dir hören. Du hast sicher eine rationale Erklärung dafür. Vielleicht? Komm schon. Du hast mich in Kaer Morhen nie Huckepack getragen, weißt du noch? Nur Wesemir. Du hast Wesemir Huckepack getragen? Musst du mich jetzt daran erinnern, du bist nicht gerade leichter geworden. Hey. Siri? Wir sollten umkehren. Weißt du noch, wie du mich am Pendel trainiert hast? Welche Angst ich hatte, es niemals zu schaffen? Und wie du mir verboten hast, aufzugeben? Mein ganzer Körper war ständig grün und blau. Das Pendel war ein Albtraum. Wie könnte ich das vergessen? Diese Zeit in Kaer Morhen, sie ist so schnell vergangen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht. Tja, das Schicksal hatte andere Pläne. Oder Andrei Sapkowski, je nachdem, wie man sieht. Gerade gezielt auch etwas stiller. Ich weiß, ich bin mir gerade eh nicht sicher, was ich zu der ganzen Sache sagen soll. Ja, so ein bisschen Atmosphäre aufsaugen und die Bilder und die Charaktere für sich sprechen lassen. Er ist schon da. Ich hatte fast vergessen, dass es heute soweit ist. Sie sind wegen mir hier, Gérald. Ich gehe nach Nilfgaard, zu Emhyr. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber... In Vysimar habe ich lange mit meinem Vater gesprochen. Eigentlich haben wir gestritten und uns dann getrennt. Dann ist ein Bote gekommen mit einem Brief. Ich hatte zuerst nichts gesagt, weil ich mir nicht sicher war, und dann... Ich habe erkannt, dass ich nicht mehr weglaufen darf. Ich will etwas verändern, und das geht nicht, wenn ich in irgendwelchen Dörfern Monster jage.
Dazu muss ich dort sein, in Nilfgaard. Du hättest es mir sagen können, mich warnen können. Das wollte ich auch, aber ich wusste nicht wie. Ich war glücklich hier. Ich hatte Angst, alles kaputt zu machen. Ich wollte jeden Moment auskosten. Dann bei dem Nest vorhin. Das war es also. Ich wollte dich nicht bedrängen, es mir zu sagen. Ich dachte, wir hätten Zeit. Viel mehr Zeit. Ist das deine freie Entscheidung? Wenn du damit unterstellst, dass Yennefer dahinter steckt, dann ist die Antwort nein. Toll. Weiß sie überhaupt davon? Nein. Und ich würde sie auch gern da raushalten. Das darfst du ihr gern selber sagen. Ist das das, was du willst? Ja. Du willst mich nicht aufhalten? Mich mit Gewalt in die blauen Berge bringen? Ich bin auf der Suche nach dir, nicht um die halbe Welt gereist, um dir jetzt etwas aufzuzwingen. Ich weiß. Alles wird gut. Du bist eine Hexerin. Wir brauchen uns nicht zu verabschieden. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Du weißt, wo du mich findest. Du kannst unmöglich die ganze Zeit in Kaer Morhen bleiben. Wie auch immer, du wirst mich finden. Ja. Vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Wer weiß, vielleicht hilft es dir dort. Tschüss, Ciri. Ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir War Emrais nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emir War Emrais hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder. Und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Temerien! Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre vor
Doppelgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Nach Jahren des Exils kehrte Ciri nach Nilfgaard zurück, ihre Heimat väterlicherseits. Emhyr bereitete sich darauf vor, sie zu seiner Nachfolgerin zu machen. Die junge Frau brachte die notwendigen Eigenschaften mit, das ist zu unterstreichen. Vom Vater hatte sie den politischen Instinkt einer Kaiserin geerbt, von Geralt den Sinn für menschlichen Anstand übernommen. Diese Eigenschaften vereinen sich selten in Herrschern, ein Jammer. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht.